Und inmitten dieser Normalität befindet sich mein Kollege Lars Sänger in Erfurt im Thüringer Landtag. Die Sitzung des Landtages wurde am Donnerstag offiziell unterbrochen, dann ab 9.30 Uhr heute Morgen fortgesetzt. Wie ist der aktuelle Stand? Wie ist die Stimmung? Was läuft da gerade? Ja, es geht tatsächlich sehr geordnet zu hier im Thüringer Landtag. Ich sage es mal ein bisschen salopp, das können wir also auch hier im Freistaat, im grünen Herzen Deutschlands. Es ist tatsächlich ohne jeglichen Zwischenfall bislang hier getagt worden. Insofern können wir da die Gemüter beruhigen. Es ist tatsächlich ein ganz normaler Tagesablauf hier im Plenum. Gut, die Angst um Thüringen und die Thüringerinnen und Thüringer ist also nicht begründet. Vorerst, wie genau ging denn die Wahl, die schon erwähnt wurde, des Landtagspräsidenten vonstatten? Ja, es gab dann, weil die Geschäftsordnung eben entsprechend geändert werden durfte, das hatte ja das Verfassungsgericht entschieden, zwei Kandidaten. Es gab eben Wiebke Buser von der AfD und es gab den Kandidaten der CDU, Thaddäus König. Und er hat, das haben wir eben im Beitrag ja auch schon gesehen und gehört, die Mehrheit der Stimmen hier bekommen. Insofern auch das ein ganz geordneter Vorgang. Gehen wir noch mal zwei Tage zurück. Der Landtag sollte sich eigentlich schon am Donnerstag konstituieren, doch Alterspräsident Treutler von der AfD hatte das verhindert. Wie genau? Also das war tatsächlich sehr chaotisch, was wir da erlebt haben. Er hat die Abgeordneten nicht zu Wort kommen lassen, er hat Anträge nicht stellen lassen, er hat im Prinzip die Wortmeldungen nicht zugelassen, hat Ordnungsrufe verteilt. Das heißt, er hat im Prinzip auch seine Befugnisse, so hat das zumindest die Entscheidung nochmal auch begründet oder hat die Entscheidung nochmal dargelegt aus Weimar. Er hat da seine Möglichkeiten deutlich überschritten. Insofern war das natürlich auch lähmend für die gesamte Plenarsitzung. Ich sag mal so, wir haben jetzt hier 3 Stunden heute getagt und sind die Tagesordnung schon im Prinzip im Großen und Ganzen durchgegangen. Vor 2 Tagen um die Zeit waren wir immer noch bei Tagesordnungspunkt 1. Das beschreibt ganz gut die unterschiedliche Situation auch an diesen beiden Tagen. CDU und BSW hatten ja am Donnerstag einen Antrag auf die Tagesordnung eingebracht, die Geschäftsordnung zu ändern. Welche Änderung sollte das konkret sein? Ja, es ging eben genau um die Frage, darf denn allein nur eine Fraktion, eben die stärkste, weil das üblich ist, weil das Brauch ist im parlamentarischen Raum, nämlich die AfD, den Landtagspräsidenten vorschlagen. Die Geschäftsordnungsänderung von CDU und BSW beinhaltete dann eben auch das Recht oder den Wunsch, auch einen eigenen Kandidaten, einen zweiten eben präsentieren zu dürfen. Das ist durch die Entscheidung vom Gericht auch eben möglich gemacht worden. Entsprechend standen ja heute eben auch mit Wiebke Musal und Thaddäus König 2 Kandidaten zur Wahl. Warum wurde denn die Geschäftsordnung nicht schon viel früher geändert? Warum dieser Stress dann? Ja, weil man, zumindest ist das so der Tenor hier auf den Landtagsfluren, das nicht für notwendig erachtet hat. Es gab einen Ältestenratsbeschluss, der eigentlich das Prozedere hätte regeln sollen. Aber Ältestenratsbeschlüsse, wonach eben dann auch möglicherweise da schon die Option gewesen wäre, 2 Kandidaten aufzustellen, sind eben nicht so bindend. Die AfD-Fraktion hat gesagt, also das interessiert uns nicht, was da in der vergangenen Wahlperiode im Ältestenrat entschieden worden ist. Und deswegen gab es eben dieses Vakuum. Wie werden denn die Vorkommnisse der vergangenen Tage das Bild des Thüringer Landtags in der Außenwahrnehmung prägen? Ja. Das ist eine gute Frage, die will ich gern mit Professor Oliver Lemke besprechen. Er ist Politikwissenschaftler an der Ruhr-Uni in Bochum und natürlich auch hier in Thüringen durch seine Arbeit an der Uni Jena bestens vernetzt. Die Frage der Außendarstellung, Professor Lemke. Es gibt ja natürlich jetzt viele Diskussionen, da heißt es, da sieht man mal, was passiert, wenn ein AfD-Funktionär in Verantwortung kommt, wie jetzt eben der Alterspräsident Treutler. Glauben Sie, dass das nach außen eine besondere Wirkung hat, was da passiert ist? Ja, es hat eine Wirkung insofern, als alle diejenigen, die das nicht sehen wollten, jetzt enger zusammenrücken. Und viele von denen fühlen sich auch bestätigt in der Ablehnung der AfD. Es wird auch einige geben, die da ins Zweifeln kommen, weil diese Art von legalistischer Obstruktionspolitik, die wir gesehen haben, bereits am Donnerstag vom Treutler von Beginn an im Grunde genommen, das wollen auch die Leute nicht, die eigentlich für Recht und Ordnung und Ruhe und Arbeit sind, dass das Parlament vernünftig arbeitet und endlich mal was fürs Volk macht und so weiter. Die können daran kein Interesse haben. Es werden sich natürlich diejenigen schadenfroh zeigen, die irgendwie das Chaos herbeisehen. Wer offene Ohren hat und offene Augen hat zu sehen, der sieht, dass der Schuh dem Treutler nicht gepasst hat. Man braucht eine bestimmte integre Größe auch, um ein solches Amt überparteiisch und auch regelgerecht und nicht nur pseudolegalistisch wahrzunehmen. Und daran hat es einfach gemangelt. Das hat sich offenbart. Und dafür ist auch ein Parlament da. Es ist eine Bühne, in der die Dinge sichtbar sind.
sichtbar werden. Und man hat gesehen, nee, das ist es nicht. Das ist immer die große Frage, schaffen es solche Bilder dann auch raus aus der Bubble? Natürlich produziert die AfD ihre eigenen Bilder. Jetzt haben Sie gerade beschrieben, dass man hier ja durchaus auch so eine Art fallende Maske beobachten konnte. Deswegen nochmal die konkrete Nachfrage. Glauben Sie, dass es diese Bilder, dass es diese Erfahrungswerte auch raus aus dieser, ich sag mal, eigenen Bubble der AfD-Anhänger, auch der Rechtspopulisten schaffen, in diese Bubble hinein? Das glaube ich schon, weil die Bubble wächst. Und wenn etwas wächst, kann auch etwas schrumpfen. Und es geht natürlich nicht um den Kern der Bubble, sondern es geht um die Ränder sozusagen der Bubble. In diesem Sinne sind die Ränder ja diejenigen, die am ehesten anzusprechen sind. Und die muss man doch aus Gründen der Demokratiefähigkeit auch ansprechen. Also eine gewachsene Bubble kann auch eine schrumpfende Bubble sein. Und wenn nicht durch Bilder und Emotionen, wodurch dann? Also insofern, ja, mehr davon. Das heißt, diese Bilder haben die Wirkmacht für Sie? Sie werden erst einmal, sagen wir mal, keinen Unterschied ums Ganze machen, aber sie werden Zweifel säen, ob das jetzt eigentlich die richtige Truppe ist und beim Treutler, ob das eigentlich die richtige Besetzung war. Und ich glaube, dass diese Zweifel wachsen werden. Vielen Dank, Professor Lemke, an der Stelle. Vielleicht auch noch eine Frage an den Herrn Professor oder auch an dich, Lars. Ist denn damit zu rechnen, dass die AfD auch in Zukunft mit solch einem Testen von Grenzen im Landtag auffallen wird? Ja, die Frage besprechen wir vielleicht gleich noch. Vielleicht ein Hinweis, das ist ja auch nicht das erste Mal, dass wir so ein Verhalten erlebt haben. Ich erinnere an die Wahl von Thomas Kemmerich. Also dieses Vorführen des Parlaments war ja jetzt sozusagen keine Premiere, die wir hier im Thüringer Landtag erlebt haben. Man konnte das über die vergangenen Monate und Jahre auch beobachten. Nochmal die Frage an Sie, Herr Lemke. Glauben Sie, dass wir, ich sag mal, Prozedere wie in den vergangenen Tagen und auch aufgeführt durch die AfD, wie wir jetzt auch, wenn man die sozialen Medien verfolgt, auch geplant möglicherweise vorgeführt bekommen haben, nochmal und in anderer Form erleben werden? Ja, also heute war das, stand das nicht auf dem Programm. Heute war man eindeutig um Schadensbegrenzung bemüht und wollte sich sozusagen rechtskonform zeigen, nachdem der Thüringer Verfassungsgerichtshof für Klarheit gesorgt hat. Aber die Spielchen dieser Art, sie hat die große Chance, die Reifeprüfung zu bestehen und einen Schritt in das Zentrum des Parlaments zu machen und sozusagen für ihre eigene, sagen wir mal, Wählbarkeit oder Regierbarkeit zu werben. Und diese Chance haben sie fallen lassen. Und ich denke, sie werden die falschen Schlüsse daraus ziehen und sich weiter einhausen. Zunächst einmal. Das steht zu befürchten. Aber es muss immer auch die Möglichkeit einer gewissen Selbsthygiene, Reinigung, Läuterung geben. Und die Einzelnen womöglich, die irgendwie das Gefühl haben, sind auf dem falschen Weg, die können ja dann mal anders abbiegen. Vielleicht von dieser Position aus, von der Beobachterposition aus auch nochmal. Es gab in der Fraktion der CDU eine Beratung und mir ist zugetragen worden, dass es selbst Stimmen gab, dass diejenigen, die eben bis vor kurzem zumindest nochmal für eine leichte Öffnung in Richtung AfD gewesen sind, nach den Vorkommnissen hier am vergangenen Donnerstag, ich sag's mal vorsichtig, ins Überlegen gekommen sind und über ihren Kurs intern so zumindest nachgedacht haben sollen. Das aber, wie gesagt, nur ein atmosphärisches Momentum an dieser Stelle. Das ist nach außen nicht verbrieft, aber zumindest soll es intern da auch Diskussionen gegeben haben. Abschließend nur noch kurz die Frage, weg von den Turbulenzen, worüber wurde denn heute dann tatsächlich debattiert, nachdem der Landtagspräsident gewählt wurde? Wurde es thematisch dann für Thüringen interessant? Ja, wir sind ja im Prinzip immer noch bei Formalien. Gerade eben ist abgeschlossen worden die Wahl der Vize-Landtagspräsidenten. Da sind im Prinzip alle Kandidaten der übrigen Fraktionen durchgekommen, außer Wiebke Musal, die auch von der AfD-Fraktion für diese Position nominiert worden war. Die AfD hat darauf verzichtet, hier einen zweiten Wahlgang für diese Vize-Position nochmal zu beantragen. Das wird sich also in die nächste Plenarsitzung möglicherweise in eine reguläre vertagen. Insofern ist jetzt hier nicht mehr viel Diskussionsstoff übrig geblieben, weil im Prinzip jetzt die Tagesordnung nach hinten mit Formalien und ich sag mal auch mit der Besetzung von Ausschüssen abgearbeitet werden wird. Das ganz große Konfliktpotenzial sehe ich für heute hier ehrlich gesagt nicht mehr. Also ein friedliches Wochenende, hoffentlich in Erfurt im Thüringer Landtag. Lars Sänger, vielen Dank für diese Information und Einschätzung.